Wann haben Sie denn beschlossen, gemeinsam durchs Leben zu gehen? Seit wann wir zusammen sind? Ja, Schatz, seit wann sind wir denn jetzt zusammen? Ab dem ersten Mal, wo wir gemeinsam in der Kiste waren oder ab dem Zeitpunkt, wo du mit deiner Ex Schluss gemacht hast? 14 Monate, 3 Wochen und 2 Tage. Also was ich Ihnen schon mal sagen kann. Sie sind wahrscheinlich ein Frühlingstyp. Ihnen empfehle ich helle, sanfte Farben wie cremeweiß und beige, sonnige Gelbtöne wie Maisgelb oder Honey, leuchtende Rottöne wie Paprika, Zinnoberrot, Koralle und Tomate, frisches Lachsrosa, Orange und zartes Aprikos, softes Veilchenblau, Aqua, Türkis, Grasgrün, Lindgrün, Goldbraun und Schokoladenbraun. Sind Sie verheiratet? Nein. Haben Sie Kinder? Gott, nein. Noch nicht. Also ich höre Sie sagen, Frau Scheiblechner, Gott, nein. Und Sie sagen, noch nicht. Habe ich Sie gehört? Bitte, hör einfach auf. Ich nerv dich nicht. Ich will nicht zu dir kommen zu Reiki, ich will nicht zu dir kommen zu Klangschalen, Massage, ich will nicht heil singen, verstehst du? Ich bin glücklich. Komm her. A hug is always good, habe ich gehört. Karin. Was ist los? Ich habe das Gefühl, du bist nicht so glücklich. Ich will, dass du glücklich bist. Das bedrückt dich. Karin. Was machst du denn den ganzen Tag? Ich stehe auf, trinke einen Kaffee, dusche, gehe auf die Uni oder arbeite und treffe mich mit Peter oder mit Freundinnen und gehe glücklich jeden Abend ins Bett. Und deine Sorgen? Welche Sorgen? Die Sorgen, die du hast, die muss ich ja auch. Ich habe keine Kinder, ich habe keinen Mann, ich habe keine Sorgen. Ich habe mein Fahrrad, das genügt mir. Ja, und der ganze Stress, den du hast? Ich habe keinen Stress. Ich gebe dir 90 Euro die Stunde fürs Nichtstun. Wissen Sie, wie lange ich für 90 Euro arbeite? 10 Stunden. Da können Sie sich doch ein bisschen anstrengen, oder? Sie sitzen hier wie ein fauler Sack herum und kriegen dafür 90 Euro. Warum glotzen Sie mich eigentlich die ganze Zeit so an? Sind Sie ein Perversling oder sowas? Ein Voyeurist? Ein Exhibitionist? Kommunist? Wie alt sind Sie? Ist ja wirklich ekelig. Also ich bin hier, weil... Ich habe ein totes Baby zur Welt gebracht. War mir egal. Die ist ja nicht normal, haben die gesagt. Die spinnt. Ja, aber es ist schon normal, sie 90 Euro, Mann. Schatz! Hi! You're Lona's mom, right? I saw you at church the other day. Oh, hi! Hi. I'm Josie. I'm Rachel, Kimberly's mom. Good to see you. Hi. How do you like our church? Oh, it's been such a pleasure. We're new here in town and the whole congregation has just been so warm and welcoming. Yeah, the Lord will always guide you to where you want it, love. Yes, I agree. The Lord has a plan for all of us. Ich weiß es nicht. Wo ist es? Wo ist das Geld? Where is the money? Ich hab's nicht. Lüg mich nicht an, du Lügnerin. Ich hab das Geld nicht. Thea, wo ist sie? Sie ist nicht hier, sie ist im Kindergarten. Wo ist Thea? Bitte, Mike, lass sie in Ruhe. Sie ist ein... Wo ist Thea? Lass sie in Ruhe, Mike. Ich werde sie finden. Sie ist ein Baby, sie ist erst 3 Jahre alt. Mike, lass sie! Thea. Du bist ja nicht hinein, Thea, das ist mein Kind. Und jetzt raus. Dafür müssen Sie sich nicht schämen. Sie kämpfen für Ihre Kinder und Sie versuchen, für sie da zu sein. Ich bin total überfordert. Ich kann oft nicht aufstehen, ich kann kein Frühstück machen, die Kinder kommen zu spät. Ich bin wirklich keine gute Mutter, glauben Sie mir. Und wieso glauben Sie das?
Ich verliere die Geduld, ich schreie herum, ich beschimpfe sie und dann... Ich möchte jetzt aber da nicht weiter drüber reden, ja? Das ist mir sehr unangenehm. Das ist ein Zeichen der Hilflosigkeit. Wenn Sie sich das eingestehen, bevor Sie ungeduldig werden, da passiert automatisch etwas. Die Kinder sind genauso wie ihr Scheißvater, dumm, faul, lügen herum. Ich möchte endlich mein Leben zurück, das ich vorher hatte. Magst du was essen? Da? Zeitzi. Was? Zeitzi. Das verstehe ich nicht. Da? Zeitzi. Zeitzi. Was du das meinst? Na, nimmst du. Na komm. Da. Das magst du nicht? Das ist ein Kern. Gell? Gehen wir den weg? Ja. Gehen wir den da rein, dann wächst der Baum.